Wie es aussieht, bekommt Donald Trump die nötigen Stimmen im Kongress für seine Steuerreform zusammen. Zwei Senatoren ließen sich umstimmen. Wer profitiert? Mehr zum Thema Wahlniederlage in Alabama, Blamage für Trump, Hochburg Alabama geht verloren, erste Hürde genommen, Repräsentantenhaus segnet Trumps Steuerreform ab, radikale Steuerreform in den USA, Trump küsst vor Begeisterung eine Postkarte, US-Präsident Donald Trump steht mit seinen Plänen für eine umfassende Steuerreform praktisch unmittelbar vor dem Ziel. Zwei Senatoren, die zuvor mit der Ablehnung eines Kompromissentwurfs aus Vorlagen des Senats und Abgeordnetenhauses gedroht hatten, kündigten am Freitag ihre Zustimmung an. Damit gilt es als nahezu sicher, dass das Reformgesetz in der kommenden Woche von beiden Kammern des Kongresses mit der Mehrheit der republikanischen Stimmen verabschiedet wird. Erster großer Erfolg im Kongress. Trump könnte somit das Gesetz, wie von ihm erhofft, wahrscheinlich noch vor Weihnachten unterzeichnen, möglicherweise schon am Mittwoch. Es wäre sein erster großer Erfolg im Kongress seit seinem Amtsantritt im Januar. Bisher hat der Präsident seine im Wahlkampf angekündigten Vorhaben größtenteils nur per Anordnungen umgesetzt. News-Videos: Erdogan heizt Jerusalem-Proteste weiter an. Jan Hollitzer, sein Einblick vom Breitscheidplatz: Merkel hat Respekt vor Entscheidung der SPD. SPD und Union gehen in Sondierungen, Flugzeugabsturz in Baden-Württemberg. EU startet zweite Phase der Brexit-Verhandlungen, Putins Ex-Minister für schuldig gesprochen. China baut Militärpräsenz im südchinesischen Meer aus. Airbus-Chef Enders tritt 2019 zurück. EU kommt bei Flüchtlingsverteilung nicht voran. US-Behörde kippt Netzneutralität abgeschobener. AfG Hane zurück in Deutschland. Merkel: Europa braucht Solidarität. Schulbusunglück in Südfrankreich. Frauenmörder von Endingen soll lebenslang in Haft. Tinitzle: T7891-0828. Die Demokraten wollen die Vorlage geschlossen ablehnen. Sie bemängeln, dass sie vor allem Unternehmen und Reichen zugute komme und nicht, wie von Trump propagiert, Geringverdienenden und der Mittelschicht. Nach Berechnungen unabhängiger Gremien wird die Reform außerdem das Haushaltsdefizit innerhalb von 10 Jahren um $1 Billion aufblähen. Zahlreiche Ausgaben können nicht mehr abgesetzt werden. Kern des 500 Seiten